Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget auf Server W50. Und ja, seit dem letzten W50 Video hat sich jetzt einiges getan. Der Legendary Dungeon ist draußen. Wir haben uns am Freitag neu equipped und haben 9 von 10 Items gefunden im Dungeon. Alles bis auf die Schuhe, leider. Aber so ist das. Ich weiß auch noch nicht, ob ich noch weitere Runs machen werde. Ich habe gesagt, vielleicht am letzten Tag vom Dungeon dann nochmal 2, 3, 4 Runs. Und dann hoffen, dass da die Schuhe rauskommen. Aber ansonsten soll es mir egal sein. Ich bin mehr als zufrieden. Damit ihr auf dem Schirm habt, ungefähr wie viel ich investiert habe. Es waren um die 4k Pilze. Und habe, ja, wie gesagt, 9 gefunden. Es gab wenig Doppelte. Ein paar gab es. Ich glaube, ich habe 3-mal Handschuhe gefunden. Die Kunigunde hat hier ein paar an. Und ich glaube, sonst hat kein Begleiter hier an. Doch, genau. Doch, die Büchse hatte ich doppelt gefunden. Die Handschuhe hatte ich doppelt gefunden. Und ich weiß es nicht. Ich glaube sogar einen. Nee, einen Helm nicht. Nee. Ich glaube, es waren 2 doppelte Paar Handschuhe und ein doppeltes Paar. Talisman. Also ich war relativ lucky eigentlich dafür. Deswegen beschwere ich mich auch nicht. Und haben dann noch ein paar Skips gemacht, ungefähr 10 Stück in der Mine. Und haben da wirklich noch einen legendären Stein erbeutet. Das war dann der in der Waffe hier mit 519 Sets aus unserer krassen Mine 11, ne? Und hab jetzt aber den nächsten Tag über 2-mal direkt hintereinander aus einem Free Try aus der Mine nochmal ein Legendary Game gefunden. Einer hier im Ring, 508 Stats, einer im Talisman, 507 Stats. Hab ich mir schmecken lassen. Also sind wir schon bei 4 von 9 Gems, die wir tragen. Ne? 5 fehlen noch. Und sind jetzt damit kurz vor den doppelten 20.000er Stats. Das hört sich eigentlich ziemlich krass an. Oder ist auch ziemlich krass. Ne? Wenn man guckt, was hatte ich vorher? Gerade so knapp über 17.000, jetzt fast bei 20.000. Und das ist halt schon ein insanes Upgrade, aber einige Spieler auf diesem Server haben es komplett übertrieben. Und wenn ich sage komplett übertrieben, meine ich komplett übertrieben. Ich pilz jetzt nicht wenig auf dem Server, aber auch jetzt nicht hardcore-mäßig viel. Vergleichsweise, meine Festung geht gerade auf 16, meine Mine ist auf 11. Mein Quartier ist 15. Meine Unterwelt, das Herz geht gerade auf 14. Zeige ich euch mal nur einen anderen Spieler, der gerade auf Rang 1 steht. Das ist auch ein wirklich netter Kerl. Auf Twitch unterwegs unter dem Namen Gaming Junkie, der gute Kriegerherz. Auf Rang 1 mit Stufe 358 als Krieger. Und jetzt guckt euch mal seine Stats an. 26.200 Stärke und 25.700 100 Ausdauer. Like, what the fuck? Das ist wild. So, was hat der Herr? Der Herr hat die Unterwelt komplett max. Fertig. Jedes Gebäude auf 15. Und die Mine. Auch die Mine. Die Festung ist auch schon 20. Die Ritterhalle wahrscheinlich auch. Und die Mine ist bei dem guten Herrn aktuell bei, was hier steht's? 23. Schatzkammer schon 21, die Mine 23, die Unterwelt ist fertig und die Goldgrube geht gerade auf 16. Das ist brutal, das ist wirklich brutal. Und ich will auch nicht wissen, wie viele Schnelze der Herr hier reingebuddert hat. Aber ich sag mal so, mehr als einer. Garantiert. Und ja, da sieht man, was der Legendary Dungeon und die Legendary Games dann bringen, ne? Und jetzt wird es ja Abstände und Differenzen geben zwischen den Chars. Die sind nicht mehr normal und die werden wir auch so schnell nicht einholen. Bis ich eine Mine 23 auf dem Server habe, werden noch Monate vergehen. Ich schätze mal einfach, dass ich wahrscheinlich vielleicht in einem halben Jahr eine Mine 23 haben werde, wenn überhaupt. Wo der Herr, Kriegerherz, wahrscheinlich schon eine 40er oder 50er Mine hat, wenn nicht noch höher. Und ja,
Das wird, da ist aber der Herr Kriegerherz nicht der Einzige. Es gibt hier einige, die Comet übertreiben. Zum Beispiel auch der Zombie HD. Ich glaube, da hatte auch der Dotzi mal ein Video drüber gemacht. Der hier auch hier 800, ja, über 800er Steine hat. Wahrscheinlich auch eine 23er, nee, sogar eine 24er Mine, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Eine 24er Mine, das ist doch so brutal. Stufe 358. Flacco hier auch dabei mit doppelten 25ern. Hat hier gerade über 700er Steine. Dann schön unseren Mace zu sehen, Assassin, ne? Er durfte sich gleich, zwei legendäre Waffen holen, aber hat zwei normale, ne? Hat hier wahrscheinlich noch keine gefunden, F. Aber auch hier kommen wir legendäre Steine, da über 600. Halogen auch dabei. Bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wann Pikachu loslegt. Wo ist denn der Pikachu? Sieht ihn jemand? Wurde er schon so weit verdrängt jetzt von der Ehrenhalle? Oder ich bin einfach nur komplett blind. Wo ist Pikachu? Aber Pikachu ist bei... Wo spielt denn der? Bei Hollywood, ne? Wo ist hier? Da ist Pikachu. Ah, okay, er hat gerade, er legt gerade los. Alles klar, da bin ich gespannt, ne? Der Pikachu, der war schon die letzten Tage auf Rang 1, ne? Wertetechnisch weit voraus den anderen Spielern. Ja, auch die Base-Sets sind komplett bescheuert. 3500 Ausdauer und schon 3800 Intelligenz, wo ich mich frage, woher kommt dieses ganze Gold? Woher kommt das ganze Gold? Rushen die jetzt 3 Milliarden Mal den Legi Dungeon durch, um da nochmal Gold zu generieren? Aber auch die Sets hier, 512, ne, das ist insane. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass der Herr noch eine höhere Mine hat als Zombie. Mindestens eine 24er, wenn nicht sogar höher. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich denke, der Pikachu, wenn der jetzt loslegt, sich die Legi Dungeons holt, die Legi Dungeons oder die Legi Items, die neuen Steine sucht, das wird brutal. Leute, ich sag euch, das wird brutal. Der wird locker die doppelten 26k erreichen, wenn nicht sogar 27k. Da müssen wir ein Auge drauf werfen. Pikachu, ne? Also, wollten wir gezeigt haben. Legi Dungeon ist heftig. Und ja klar, die Legi Epics, ne? Die Legendaries, die sind schon nice. Aber was halt wirklich jetzt hier ausschlaggebend ist, ist die Mine, das Minenlevel, die Legendary Gems. Und ihr seht hier, ne, ein Stein hier, 800 Stats, bei mir 500, das heißt pro Item, ne, pro Stein 300 Stats mehr. Im Vergleich, ein Legendary hat mir gerade zum Vergleich, hat mir 50 bis 60 Stats mehr gegeben auf einen Epic davor. 50, 60 Stats waren wirklich nice, wirklich viel, hat was gebracht. Aber wenn ihr seht, ein einzelner Stein, oder zwei Steine von Kriegerherz würden mir genauso viel bringen wie mein komplettes legendäres Equip aktuell. Das ist heftig. Aber mal gucken. Der Server W50 ist ja ein Langzeitprojekt. Wir wollen das nicht nur über Wochen und Monate spielen, sondern über Jahre. Und irgendwann werden wir da aufschließen mit der Mine. Jetzt werden sie dadurch einen krassen Vorteil haben, klar. Unbesiegbar in der Arena, dungeon-technisch auch weit voraus. Aber auch das wird alles irgendwann, ja, aufhören. Man wird näher rankommen. Die Mine wird auch irgendwann max sein, Jahren, aber irgendwann ist es dann soweit. Und dann ist es eh nur noch Goldquesten und Alu Tag für Tag. Und dann mal schauen, wer hier oben überhaupt noch mitspielt. Wer von den Leuten, ja, da überhaupt noch Spaß dran hat, jeden Tag nur seine Alu zu spielen. Und auch im Gold-Event keinen Unterschied zu spüren. Das ist dann das Endgame, ne? Aber soll ja auch noch neuer Content kommen, ne? Mit dem Backend, neue Dungeon-Karten und so weiter. Ich bin gespannt. W50 bleibt auf jeden Fall interessant. Ich habe das auch so noch nicht erlebt, dass die Leute so ausgerastet sind. Also, in so kurzer Zeit Minen über 20 zu sehen, hätte ich nicht erwartet. Absolut nicht. Und das nicht von so vielen Leuten. Es sind ja wirklich gefühlt jeder hier in der Top 30 hat schon seine Festung auf 20.
Ich gammel hier rum und meine Festung baut auf 16 aus. Entspannte Sache. Aber ich habe gesagt, ich werde hier nicht so krass reinpilzen. Oder halt auch übers Sponsoring hinaus nicht mehr selbst reincashen. Ist schon genug drin, ne? Und trotzdem finde ich, dass ich super gut dabei bin für meinen Krieger, ne? Und jetzt heißt es, noch ein paar legendäre Steine hier rausfischen. Wir haben noch Gold-Event geskillt und heute habe ich dann hoffentlich auch die doppelten 20k geknackt. Dann schauen wir doch mal, was im Dungeon losgeht oder möglich ist. Generell heute Abend bin ich nochmal live. Wir streamen nochmal den Legendary Dungeon dann heute auf dem Berserker. Das wird nice. Und ja, der Druide ist auch noch nicht ganz fertig. Da fehlen auch noch ein paar Legendaries. Mal gucken. Aber so sieht es aktuell aus. Hier auch wie 50 auf meinem Char, auf den anderen Top-Chars. Ja. Und wie gesagt, ich will wissen, was dann hier passiert, wenn der Herr Pikachu richtig loslegt und fertig ist. Was der dann für Stats hat. Na, aber die Stats, ne? 3800, das ist... Wow. Das ist heftig. Da kann ich nicht mithalten. Trotzdem, 3444 Doppelte ist in Ordnung. Leute, das soll es fürs heutige Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich bin wie immer gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.